Wir werden Sie heute zu dritt auf der Bühne sehen, mit Ihrer Tochter zusammen und mit Ihrem Mann. Ja, was erwartet uns? Wir sind ja inzwischen als Trio unterwegs. Ich natürlich nach wie vor auch solistisch, ganz klar. Auch mit Moderation und mit meinen Auftritten, auch mit meiner Dirndl-Rockband, das bleibt natürlich erhalten. Aber wir haben ein Trio gegründet, der Lenny, die Johanna und ich. Wir nennen uns More Than Words, das ist unser Bandname. Und wir haben schon unseren ersten Song veröffentlicht, der sich Home nennt. Und werden diesen heute Abend auch singen. Sehr schön. Dann muss ich gleich mal fragen, was bedeutet denn Home oder was bedeutet Zuhause für Sie? Zuhause ist natürlich ganz wichtig, immer wieder zwischendurch, weil ich ja wahnsinnig viel unterwegs bin. Und ich muss sagen, ich habe zwei Herzen in meiner Brust schlagen, denn ich bin ja im Vogtland geboren und aufgewachsen und lebe seit über 20 Jahren in Bayern und habe auch dort extrem meine Wurzeln geschlagen. Und kann sagen, dass an beiden Orten für mich dieses Heimatgefühl aufkommt. Dennoch muss ich sagen, dass Heimat für mich nicht nur ein Gefühl, das auf einen Ort bezogen ist, sondern ich fühle mich einfach auch daheim oder habe das Heimatgefühl, so dieses Home-Gefühl, wenn ich einfach mit meiner Familie zusammen bin. Und deswegen ist mir auch dieses Projekt so wichtig, weil wir dann einfach gemeinsam losziehen können. Ja, ganz toll. Wie ist das denn, wenn man mit der Tochter auf der Bühne ist? Bleibt dann letztlich doch Mutter, guckt man anders? Naja, man muss sich schon ermahnen, dass man eben so diese strenge Hand oder so, ich meine, so streng ist meine Hand nicht, wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis, aber dass so dieser typische Mama-Zeigefinger, dass man den dann einfach auch mal weglässt und einfach sagt, wir sind jetzt alle drei Mitglieder dieser Band und so sollten wir uns auch ebenbürtig sehen. Und ich glaube, das ist für sie total wichtig, ist auch für uns alle drei einfach wichtig und ich glaube, das funktioniert momentan ganz gut. Ja, toll.